Sie schleichen nachts durch das Unterholz auf der Suche nach verrosteten Autos. Denn für Uwe Sülflohn und Theodor Barth können sie nicht alt und verfallen genug sein. So wie dieser Ford Taunus 17M aus den 1960er Jahren, der inmitten eines Waldstücks abgestellt worden ist. Das ist schon emotional. Autos haben Persönlichkeiten, eine Stimme, ein Gesicht und Augen. Und deswegen ist es irgendwie näher als ein anderer Gegenstand. Ja, und es hat sowas von einem, wie einem Skelett, was man finden würde in der Archäologie, so ähnlich eigentlich. Also das, was übrig bleibt, ne, von einem Auto. Und das ist wie eine zweite Haut. Das ist eine zweite Haut gewesen für irgendwen. Autos in ihren letzten Ruhestätten. Darüber haben die beiden Fotografen sogar einen Bildband herausgebracht. Darin sind 110 Fotos vergessener Wracks zu sehen. Sie spürten sie unter anderem in verwaisten Garagen, Scheunen oder Hinterhöfen auf. Immer wieder gehen sie gemeinsam auf Motivjagd. Kennengelernt haben sie sich während ihres Fotodesignstudiums Ende der 80er Jahre. Theodor Barth ist für seine eigenen Fotoreportagen weltweit unterwegs und inszeniert unter anderem schnelle Kultautos. Uwe Sülflohn fotografiert für Unternehmen und experimentiert mit künstlerischen Konzepten. Die Lost Cars sind ein gemeinsames Projekt, für das sie lange Wege in Kauf nehmen. Die genauen Fundorte behalten sie für sich. Geheim halten müssen wir die Orte schon allein, weil sonst ruckzuck die Aasgeier über dem Wrack kreisen. Ne? Bei einem beliebten Auto oder einem raren Auto, da ist die Gefahr absolut gegeben, dass geflattert wird. Leichenflatterei. Ist so. Die Suche nach Autowracks ist oft Detektivarbeit vor Ort. Wie hier in der Eifel südlich von Köln. Uwe Sülflohn bekommt von einem Bekannten den Hinweis, dass ein alter Ford Taunus in der Nähe liegen soll. Irgendwann entsorgt in den 70er Jahren. Hier waren ja keine Mülldeponien, hier wurde auch kein Müll abgeholt. Ne? Da oben ist die Müllkippe, ne, von dem Dorf hier. Da haben die Leute damals ihren Müll hingekippt. Ne? Wenn du jetzt weiter hier runterfährst, die Straße, da ist eine ganz große Müllkippe gewesen. Da haben die alles entsorgt. Ne? Da wurden Autos, Fahrräder, da wurde alles draufgeschmissen. Ne? Eine Praxis, die heute hohe Strafen nach sich zieht. In der Dämmerung geht das Fotografen-Duo in den Wald. Theodor Barth und Uwe Sülflohn brauchen für ihre Fotos die Dunkelheit. Denn nur dann bestimmen allein sie den Lichteinfall. Mit Taschenlampen und ferngesteuerten Blitzen. Die Situation hat ja schon eine gewisse Dramatik und die wollen wir auch unterstützen und haben irgendwann festgestellt, dass es sehr schön ist, das Innere der Autos zu beleuchten, weil man sie eben genau dadurch scheinbar zum Leben erweckt. Theodor Barth macht 4 Aufnahmen in Langzeitbelichtung, die die Kamera automatisch übereinander legt. Uwe Sülflohn leuchtet dabei aus unterschiedlichen Richtungen. Lichtmalerei nennt sich diese analoge Technik. Ich muss jetzt darauf achten, dass ich hier schön Schatten erzeuge, wenn ich über die ganzen Sachen drüber leuchte, dass das schön Zeichnung bekommt. Rund 2 Stunden dauert das Lichtmalen. Am nächsten Tag bekommt das Foto im Kölner Atelier von Theodor Barth den letzten Schliff. Lediglich ein paar Aufhellungen sind nötig, denn alle anderen Effekte sind vor Ort entstanden. Weil wir dann eben das alles herausarbeiten können und eine Stimmung erzeugen, die ja, vielleicht auch nachdenklich stimmt. Das ist apokalyptisch ein bisschen. Ne? Wiederentdeckt und ein letztes Mal lebendig, das rostige Wrack, bevor es zum Dauerparken zurück im Jenseits verschwindet.